Also wenn man dahinter schaut, was ist eigentlich der Entscheidungsweg, dass überhaupt wir uns so weit von realwirtschaftlichen Fragestellungen entfernen können, wie kommt das zustande? Und jetzt will ich gar nicht so sehr auf die Bankmanager eingehen, Sie werden es mir nachsehen, als Banker. Aber ich glaube, ich würde es auch als Nicht-Banker so machen, sondern einfach mal die Frage hier in den Raum stellen. Wenn Sie zwei Anlageangebote haben, wo Sie sagen, das Risiko ist ungefähr gleich und die Laufzeit passt auch zu der Erwartung, die ich habe oder zu den Notwendigkeiten, und Sie haben einen Zinssatz von 3 und Sie haben einen Zinssatz von 5%. Wofür entscheiden Sie sich? Sie werden sagen, ich bin bei der GLS, ich weiß noch ein bisschen mehr von meiner Geldanlage. Also reden wir mal über alle die, die hier nicht im Saal sind. Wofür die sich entscheiden, aller Voraussicht nach, für die Anlage mit 5%. Und da kann man ja die Frage stellen, ist das eigentlich eine Entscheidung, die dort getroffen wird? Und ich würde sagen, nein. Das können Sie mit einem Computer machen, der kann das auch. Wenn Sie die Parameter eingeben, die Rahmenbedingungen, vergleichbares Risiko, vergleichbare Laufzeit, höherer Zins, Entscheidung wird gefällt. Das kann ein Computer machen, das ist nicht wirklich eine Entscheidung. Obwohl, keiner weiß das besser als ein Banker, unglaublich viele Emotionen mit einer solchen Entscheidung zusammenhängen. Obwohl wir eigentlich nur eiskalte, abstrakte Kriterien haben. Also, Sie glauben gar nicht, wie viel auch Kleinanleger um Zehntelsprozente kämpfen, die überhaupt, wenn man das denen mal ausrechnet, was macht das denn in Euro aus oder in Cent meistens nur, höchst erstaunt sind, dass sie so lange über so einen kleinen Betrag verhandelt haben. Also wir haben eine merkwürdige Situation, ein System, was rein mechanisch eigentlich funktioniert. Also alle, die so entscheiden, sind nicht wirklich Entscheider, sondern sind eigentlich Systemfunktionäre. Denn es ist ja vorgegeben, dass dort, wo der höhere Zins gezahlt wird, das Geld auch investiert wird. Und jetzt nochmal die Frage der Verantwortung. Wo würden Sie in diesem System die Verantwortung ansiedeln? Wo ist die möglich? Und Sie werden feststellen, die ist im System gar nicht enthalten. Die Möglichkeit der Verantwortung. Insofern würde ich sagen, dieses System ist eigentlich eine systemisch organisierte Verantwortungslosigkeit. Systemisch organisierte Verantwortungslosigkeit. Sie ist gar nicht implementiert, die Möglichkeit der Verantwortung. Und ungefähr so stellt sich die Lage auch dar, wenn Sie für diese Finanzmarktkrise Verantwortliche suchen. Die finden Sie nämlich kaum. Also es gibt ein paar, die haben es richtig übertrieben in dem System. Die sind sozusagen jenseits der Grenze, die die Gesetze geben, getreten. Da kann man sozusagen sagen, gut, dann kann man jemanden zur Verantwortung ziehen. Man könnte natürlich auch diejenigen zur Verantwortung ziehen, die tatsächlich viel mehr Informationen haben als diese drei, die ich Ihnen jetzt genannt habe. Aber im System kommt das nicht vor. Und das ist was, übrigens eine Rede, die ich sehr beachtlich fand von dem Bundespräsidenten Horst Köhler, der zusammenfassend gesagt hat, also diese Zusammenfassung ist von mir, ich zitiere ihn gleich noch, der gesagt hat, das Verschwinden der Solidarität darf nicht das Ergebnis von Freiheit sein. Und wenn man da ein bisschen näher schaut, hat er das wie folgt formuliert in dieser letzten Berliner Rede, wo ich jetzt nur einige Sätze daraus zitiere. Er sagt, wir erleben das Ergebnis von Freiheit ohne Verantwortung. Achten Sie auf die Begriffe, da komme ich gleich nochmal zurück. Wir erleben das Ergebnis von Freiheit ohne Verantwortung.
Und dann sagt er weiter, Freiheit ist kein Vorrecht, die besten Plätze für sich selbst zu reservieren. Wir wollen lernen, Freiheit nicht nur für uns zu nehmen, sondern sie auch anderen zu ermöglichen. Die Glaubwürdigkeit der Freiheit ist messbar in unserer Fähigkeit, Chancen zu teilen. Nach innen und nach außen und in unserer Bereitschaft zur Verantwortung für den Nächsten und das Wohl des Ganzen. Und dann geht das noch einige Spalten weiter. Und dann kommt er zur folgenden Aussage. Es geht um unsere Verantwortung für die globale Solidarität. Es geht um die unveräußerliche Würde aller Menschen. Es geht um eine Weltwirtschaft, in der Kapital den Menschen dient und nicht Herrscher über die Menschen werden kann. Und interessant finde ich daran die Entwicklung, wie er von der Freiheit letztendlich zur Solidarität kommt. Also das hat er da am Anfang schon veranlagt, ohne Verantwortung. Aber wir gehen immer davon aus, dass im Wirtschaftsleben, in der Entscheidung über Geldanlagen, über Finanzen, dass das das Feld der Freiheit sei. Also die Freiheit dasjenige ist, das meiste zu nehmen, was zu kriegen ist. Das ist in diesem Sinne das Bild der Freiheit. Und daraus kann natürlich Solidarität nicht entstehen. Also was er da beklagt, solange man sozusagen das Ausleben der Freiheit innerhalb des Wirtschaftslebens, innerhalb der Entscheidung über Finanzen sieht, insbesondere die Freiheit darin sieht, den Gewinn zu maximieren, dann kann daraus nicht Solidarität entstehen. Jeder Marktwirtschaftler wird natürlich jetzt einwenden und sagen, der Markt ist genau das Gegenteil. Genau das schaffen wir über den Markt. Da können wir aber gerne nochmal im Gespräch eingehen. Also auf diese Frage bin ich vorbereitet, sage ich an der Stelle nur schon mal. Aber sonst wird es vielleicht zu lang. Und ich muss sagen, diese Erkenntnis ist ja längst, hat die Eingang gefunden bei vielen Entscheidern, Politikern und anderen. Das prägnanteste fand ich Jacques Welch, der ehemalige Vorstandssprecher von GE in den USA, also des Konzerns, der den Shareholder Value am hoffähigsten gemacht hat und am intensivsten betrieben hat. Der sagt, auch da zitiere ich nochmal, weil das ganz nett geschrieben ist, es ist, als sei der Papst aus der Kirche ausgetreten. Jacques Welch, der frühere Chef des US-Elektrokonzerns General Electric, war der bekannteste Prediger einer Heilslehre, der in den vergangenen 2 Jahrzehnten Konzernlenker in aller Welt gefolgt sind, dem Prinzip des Shareholder Value. Doch am Freitag verkündete Welch in einem Interview in der Financial Times, genau genommen ist der Shareholder Value die blödste Idee der Welt. Besser kann man es nicht, vor allem kürzer kann man es nicht formulieren. Warum? Weil Shareholder Value ist ja die Gewinnmaximierung für den, ich sage mal Shareholder, und in Wirklichkeit ist es gar kein Shareholder. Also wir haben es ja, wenn wir über Shareholder Value besprechen, dann meinen wir eigentlich gar nicht Shareholder, sondern wir meinen Share-Turner. Wären die Shareholder, wäre das gar nicht so das Problem. Dann würden sie nämlich bei dem Unternehmen bleiben und sagen, wenn das ein gutes Unternehmen ist, dann behalte ich die Aktien, egal ob der Aktienkurs jetzt mal nach oben oder nach unten geht. Ich gucke auf das Unternehmen und bin ein Shareholder. Aber es geht gar nicht um den Shareholder, sondern es geht um den Share-Turner, der gerne unabhängig von der Entwicklung des Unternehmens einen Gewinn machen will. Und das scheint ja kurzfristig auch ganz erfolgreich gewesen zu sein. Das muss man ja einräumen. Aber die Erzielung von Gewinnen ist eben kein unternehmerisches Ziel. Und das ist, denke ich, vielen aus der Sicht sozialer und ökologischer Fragen längst klar. Interessant ist es aber, und das finde ich das Markante an diesen Krisen, es ist auch ökonomisch nicht sinnvoll.